Und dann kommen wir hier in die Aula. Bevor es weitergeht. Ah, ja. Darum wollte ich mal kurz die Stative ansprechen. Quatsch. Was ist denn das hier für ein Bild? Das ist auch ein bisschen vulgär auch so, ne? Oder? Gut aufgefallen, ja. Genau, ein bisschen obszön. Ja. Gadol Gerti heißt das Bild. Ist von Mel Ramos. Hier, Mel Ramos. Ja. Hier steht, unten links steht Artist Print. Also das heißt, einer der Drucke für den Künstler an sich. Ja. Und das ist eine Serigraphie von einem der berühmtesten amerikanischen Pop-Art-Künstler. Ja. Kennt in Deutschland kaum einer. Ich kenne ihn nicht. Hat aber in seinen Bildern kritisch Marketingstrukturen hinterfragt. Ja. Fällt ja kaum auf, dass es obszön ist. So, sieht doch aus wie eine Colgate-Werbung. Diese Falte hier. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja, kann man viel reininterpretieren, ne? Geht. Ist ja eigentlich ein Werbebild für Colgate. Mit einer halbnackten Frau. Ja, aus welchem Jahr ist das? 70, so um den Dreh. Und das war vielleicht auch das Schönheitsideal. Und ja, wenn du so ja. eine Frau abkriegen willst, muss sie die Zähne putzen zum Beispiel. Ne? So. Punkt. Sieht jetzt meiner Frau gar nicht so unähnlich. Im Grunde genommen wie aus dem Gesicht geschnitten. So. Ja. Ich finde das ein bisschen spooky. Ich sag dir jetzt auch warum. Das schneiden wir vielleicht raus, ich weiß es noch nicht. Bei unserem Opa im Schlafzimmer, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ja, hing immer ein Bild von einer Frau. Die sieht aus wie meine Frau. Also sowas passiert nicht ohne Grund. So. Vielleicht mag man das Bild auch deswegen und besorgt sich das. Vielleicht ist das der Grund. Wahrscheinlich. Aber mit diesem Bild haben wir hier angefangen, tatsächlich. Und das war unser Fallback. Cool. Wenn alles in die Hose geht, verkaufen wir das Bild. Haben wir immer gesagt. Ja. Und zwar, als wir das allererste Mal Christian Coachman nach Deutschland geholt haben. Ja. Der kommt jetzt wieder, ne? Der kommt jetzt wieder. Ja. Zum Deadly Power Day. Im September. Wann ist das genau? Nachgucken, Leute. 16. September. Nachgucken. Instagram gucken, Farina weiß genau Bescheid. 16. September, hoffe ich sehr, wenn ich das hier so arrogant angebe. Ich gucke mal ganz kurz mal in den Kalender. Vielleicht kann ich eine Sache noch korrigieren. Bitte. Für die Zuschauer. Bitte. Das ist nur ein Duplikat. Das Original hängt nicht hier. Nein. Weil sonst... Bitte nicht einbrechen. Nee, dann... Das ist eine Serigraphie, genau. Es gibt 60 Stück von diesem Bild. 60 Stück. Und wir haben den Artist Print davon. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. September 16. Dental Power Day. Richtig gut. Und zwar, wo findet der statt? Da oben. In einem Zirkuszelt. Da oben bedeutet? Hier oben, wenn du hier rausgehst, hintenrum ist ein großer Fußballplatz. Ja. Und dort werden zwei große Zirkuszelte aufgebaut. Ja. 40 Meter Durchmesser. Und da drin findet der Dental Power Day statt. Dieses Jahr. Der dentale Zirkus hier in Remscheid. Cool. Bei uns. Cool. Bist du natürlich auch da, ne? Muss. Geht ja nicht anders. Sehr gut. Das wollte ich hören.